Hallo, mein Name ist Bettina Baumann. Heute geht es um Ärger. Ärger kennt jeder und Ärger ist etwas, was gerne, gerne lange hängen bleibt. Und dagegen werden wir heute was tun. Voraus möchte ich noch sagen, oft ist es so ein bisschen tricky. Wir ärgern uns und glauben, wir müssen uns immer weiter ärgern, weil wir ja einen Grund haben. Ich bin mir sicher, dass sie einen Grund haben, warum sie ärgerlich sind, dass sie nicht aus Langeweile oder sonst irgendwelchem Unsinn sich hinsetzen und ärgern. Sie haben sicher einen Grund, sich zu ärgern, und dennoch bleibt der Ärger an ihnen hängen, ja, mit all seinen Symptomen, ja, mit dem hohen Blutdruck oder was da sonst noch zusammenhängt. Der Ärger bindet uns an das, was wir nicht mögen. Bleiben Sie im Ärger nicht hängen, aber holen Sie sich ihn jetzt nochmal richtig her. Denken Sie dran, über was Sie sich ärgern. Das kann jetzt eine Person oder eine Situation sein. Egal wie, holen Sie sich's hier und skalieren Sie einen Wert zwischen 0 und 10. Wie stark ist Ihr Ärger? 0 wäre 0 Ärger, 10 wäre ein Maximum an Ärger. Suchen Sie sich eine Zahl. Und die merken Sie sich jetzt, damit können Sie am Ende dann abgleichen, was Sie erreicht haben. Okay, nehmen Sie Ihren Ärger in die Gedanken. Wir beginnen wie immer an der Handkante, machen den Punkt über dem Auge, neben, unter dem Auge und den Punkt unter dem Schlüsselbein. Wir beginnen an der Handkante. Ich bin voller Ärger. Ich kann an nichts anderes mehr denken. So ärgere ich mich über die Person oder Situation. Und trotzdem bin ich okay und möchte frei sein von dem Ärger. Ich bin voller Ärger. Mein Körper ist voller Ärger. Nervös und angespannt. Und trotzdem bin ich okay und möchte frei sein von Ärger. Nochmal, ich habe allen Grund, mich zu ärgern. Über die Person oder Situation. Der Ärger spannt mich an. Und trotzdem bin ich okay. Möchte mich frei und leicht fühlen und gut gelaunt sein. Handgelenk kurz umgreifen, tief ein und aus. Wir beginnen gleich über dem Auge, bitte. Ich bin voller Ärger. Ich kann an nichts anderes mehr denken. Neben dem Auge. Ich bin nervös und angespannt. Vor lauter Ärger. Unter dem Auge. Mein Magen rebelliert, der Blutdruck steigt. Schlüsselbeinpunkt. Ich lasse den Ärger jetzt los und gehen. Über dem Auge bitte. Ich habe allen Grund, mich zu ärgern. Neben dem Auge, mein Magen, ein Säurebad. Mein Kopf ist dicht. Unter dem Auge. Ich ärgere mich und das macht mich aggressiv. Schlüsselbeinpunkt. Ich lasse den Ärger los und gehen. Einfach weil es mir gut tut und weil es sich gut anfühlt. Über dem Auge nochmal. Ich lasse den Ärger los. Aus meinem Kopf. Aus meinen Gedanken. Neben dem Auge. Ich lasse den Ärger los aus meinem Bauch, aus meinem Magen, aus meinen Gefühlen, unter dem Auge. Ich lasse den Ärger los aus meinen Venen und Nervenzellen. Schlüsselbeinpunkt. Ich lasse das alles los und gehen. Mein Kopf ruhig. Leicht und klar. Mein Bauch,
mein Magen entspannt, angenehm. So kann er gut arbeiten. Meine Nerven beruhigen sich. Ich bin ruhig und entspannt in meinen Venen. Über dem Auge nochmal bitte. Ich habe allen Grund, mich zu ärgern. Und das tue ich. Neben dem Auge. Ich bleibe in dem Ärger hängen. Wie eine Fliege im Spinnennetz. Unter dem Auge. Stundenlang. Tagelang, vielleicht monatelang, Schlüsselbeinpunkt, ich lasse den Ärger los, ich lasse ihn gehen. Über dem Auge nochmal, ich bleibe hängen im Ärger. Und ich kann das nicht kontrollieren. Neben dem Auge, und dann ärgere ich mich über mich, weil ich mich ärgere. Unter dem Auge. Und dann bleibe ich hängen. Ich bleibe gefangen im Teufelskreis des Ärgers. Schlüsselbeinpunkt. Ich lasse den Ärger jetzt los und gehen. Aus meinen Gedanken und Gefühlen. Aus meinem Körper. Aus jeder Zelle meines Körpers. Ich möchte leben. Ich möchte lachen, genießen oder konzentriert arbeiten, störungsfrei, ungestört oder kreativ sein, neue Ideen, neue gute Lösungen für mein Leben. Lachen, gut gestimmt sein. Gut gelaunt, frei für die Dinge des Lebens, frei für meine Gedanken, frei für meine Gefühle, ohne Ärger. Handgelenk tief ein und aus. Spüren Sie jetzt mal kurz nach, wo Ihr Ärger steht. Denken Sie an die Zahl, die Sie sich vorhin gemerkt haben. Vielleicht stellen Sie jetzt fest, wie viel Lebensqualität und gute Laune Ihnen Gefühle von Ärger nehmen. Wenn Sie mit dem Ergebnis noch nicht zufrieden sind, dann wiederholen Sie die Sequenz einfach. Mein Name ist Bettina Baumann. Sie finden meine Videos bei YouTube und auf meinem Kanal. Danke fürs Mitklopfen und